Geht! Es ist wieder der innovativste Boy auf ganz YouTube. Hier back am Start, meine Freunde. Ich habe lange, lange überlegt, gebe ich diesem Spiel mal einen Try? Ich habe mich letztes Jahr schon damit auseinandergesetzt, Leute. Und ich dachte mir, okay, eigentlich muss ich es mal gespielt haben, Leute. Denn wir spielen heute CHKN. Ich glaube, das steht für... Das ist ein namibianisches Wort. Und ich glaube, das steht für Chicken, meine Freunde. Wir spielen heute gemeinsam Chicken. Ist noch im Early Access. Das Spiel wird, glaube ich, niemals fertiggestellt werden. Ist auch egal, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein neues Game. Und ich erkläre euch einfach mal ganz kurz, was man in diesem Spiel erst machen kann. Wir gehen erstmal in den Creative-Modus, meine Freunde. Denn ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Dieses Spiel ist quasi wie eine Sandbox-Simulation. Man kann in diesem Spiel nämlich einiges machen, Leute. Ich habe mir tatsächlich dazu noch kein Tutorial oder sowas angeguckt. Aber ich glaube, dass wir das auf jeden Fall auch einfach ganz alleine hinbekommen. Hier ist schon mal mein Inventar, Leute. Ihr seht hier in meinem Inventar, da ist eine Menge kranker Scheiß drin. Beispielsweise haben wir hier ganz viele Tierteile. Und diese Tierteile, meine Freunde, können wir zusammensetzen zu einem neuen Tier. Das heißt, wir können jetzt quasi ein eigenes Tier erstellen. Und genau das möchte ich heute mit euch machen. Ich möchte heute Tiere erstellen, die genauso aussehen wie YouTuber und sich auch genauso dämlich verhalten wie YouTuber. Die Welt hier ist ein bisschen abgefahren. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt dem Ganzen nahe kommt, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht, was... Oh, ich habe eine Faust, okay. Okay, Tool with, okay, das heißt, wir brauchen ein anderes Tool. Toolbox, haben wir irgendwann ein anderes Tool? Nehmen wir einfach mal einen Katzenschwanz. Kann ich damit zuhauen? Ah! Oh Gott, ach nee, ach Gott, jetzt bin ich hier. Oh Gott, Remove Mode. Okay, das heißt, ich kann jetzt hingehen und damit quasi ein eigenes Tier erschaffen. Wir haben hier in der Mitte das Herz, meine Freunde. Wir beginnen erstmal mit dem Körper eines Hühnchens, meine Freunde. Und setzen einfach mal hier so, ich weiß gar nicht, wie kann man das... Ich verstehe jetzt nicht, was ich... Ich versuche jetzt einfach mal, eine bestimmte YouTuber-Persönlichkeit nachzubauen. Ob das Ganze da funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall schon auf einem guten Weg sind. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, die wunderschöne Katja Krasavic erstmal als Tier nachzubauen. Schaut mal hier, so. Das sind auf jeden Fall ihre wunderschönen Brüste. Das sieht fast so aus wie Katja Fuchs persönlich. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas, was Katjas Beine sind. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir hier denn? Dog-Limbs. Also, dann nehmen wir einfach mal die Hundebeine. So, das sieht schon mal sehr gut aus, ja. Das sieht fast aus wie Katja Krasavic, ja. So, jetzt gehen wir mal hin. Brauchen wir natürlich noch einen Kopf dafür. Wir nehmen ein Ziegenmaul oder nee, eine Schweinenase passt mir, glaube ich, besser tatsächlich. Turtle Shell brauchen wir nicht. Wir brauchen natürlich einen Kopf. Den Schafkopf kriegt sie natürlich, weil Katja natürlich auch so fluschig und flauschig ist wie ein Schaf. So, passt mal auf. So, das sieht sehr gut aus. Jetzt kann ich hingehen und pack da ein Auge dran. Ja, das sieht fast so aus wie Katja Krasavic. Ja, sehr schön. Ja gut, das eine Auge ist verkehrt rum. Das ist aber nicht schlimm, weil das bei Katja Krasavic auch so ist. Ey, Leute, das sieht doch geil aus, oder? Wenn das nicht Katja Krasavic ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, ich finish Building. So, schauen wir mal ganz kurz. Okay, macht das Ding irgendwas? Es springt rum. Interessant auf jeden Fall. Interessantes Teil, ja. Kann man nicht anders sagen. Kann ich das jetzt... Ah, ich kann es hauen. Okay, interessant. Erstmal hier streicheln die Missgestalt. Ja, sehr interessant. Ich hau's mal ganz kurz kaputt, weil ich möchte nicht, dass sowas auf dem Planet existiert. Stirb, Katja! Stirb! Jetzt stirbst du! Ah! Los, ja! 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 Oh! Oh mein Gott, bist du hässlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, bitte! Lass mich, Katja! Hör auf, mir zu folgen, bitte! Okay, okay, wir müssen dringend was Neues bauen. Wir müssen dringend was Neues bauen, Leute. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, wir bauen was Neues. Katja soll da hinten irgendwo weglaufen, Leute. Wir versuchen es jetzt mal mit einem vernünftigen Tier. Das ist... Okay, das ist schon mal gewaltig nach hinten losgegangen. Wir versuchen es mit einem anderen Tier. Wir versuchen jetzt mal, Dena nachzubauen. Was brauchen wir für Dena? Ganz genau, Ziegenbeine. Denn Dena hat extrem lange Beine, Leute. Und wir brauchen... Ah, nee, Giraffenbeine ist noch besser. Giraffenbeine brauchen wir. Gottes Willen, dieses Spiel macht mir jetzt schon Angst. Elefanten-Body. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall für Dena. Das passt ganz gut. Ah ne, wir nehmen den Hundekörper, weil Dena sieht auch ein bisschen aus wie ein Hund. No offense an dieser Stelle. So, dann nehmen wir hier wieder das Hühnerauge. Das passt super. Die Hühneraugen sind extrem schön. So, passt mal auf, Leute. Wir bauen jetzt erstmal ganz vernünftig und anständig einen wunderschönen Körper für Dena. So, das sieht schon mal fast perfekt aus. So, und jetzt kommen natürlich Denas unglaublich schöne und lange Beine da dran. Ja, genau. Das sieht fast schon so aus wie Felix von der Laden. Ja, mhm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Das muss natürlich noch... Könntest du bitte ganz kurz die Fresse halten da hinten, Katja, okay? Ich versuche hier etwas Neues zu erschaffen. Ich möchte Leben erschaffen. Ich spiele heute Gott. So, den könnten wir eigentlich ja ganz easy hier hinsetzen. Ja, das sieht fast aus wie Dena. Wobei das bei Dena nicht ganz so lang ist. Nicht, nee, das macht gar keinen Sinn eigentlich, Leute. Tut mir leid, das muss weg. Sowas hat Dena nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ein Hundeschwanz als Arm. Wir brauchen sowas ganz, ganz dünne. Wir brauchen so richtig, richtig ekelhaft dünne Arme, Leute. Noch dünner und ekelhafter als meine Arme. Haben wir nicht irgendwo einen Oktopus oder sowas? Gibt's das nicht? Doch, Oktopus-Tentakel. Perfekt, das passt perfekt. Weil Dena, Leute, ihr müsst, also, ne? Lasst euch davon nicht täuschen. Felix sieht tatsächlich aus wie ein Oktopus.
los. So, einer da und einer da. Ey, Leute, wenn das nicht Dena wird, das ist eine geile Zeit hier. So, boah, ich weiß nicht, ob ich damit echt nicht ins Gefängnis komme für sowas hier, was ich hier gerade mache. So. Ja, Leute, also wenn das nicht aussieht wie Dena, das ist genau die Frisur, die Dena immer trägt, Leute. Ich meine, ich sehe Dena ja jeden Tag hier im Büro und das ist genau das, was er immer anzieht. Also von daher. So, hier nochmal einen hin. Ja, ist doch perfekt, ist doch perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen schönen Mund für ihn. Ja, Leute, doch, 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 ja. Ich fühle gerade Felix. Was ist das? Was ist das? Ist das ein... Könnte man natürlich jetzt machen an der Stelle. Nee, machen wir mal weg. Gefällt mir nicht. Was haltet ihr davon, Leute, wenn wir Felix noch ein extra Auge geben? Hier hat so ein Auge hin, dass er da quasi immer noch mal glotzen kann mit seinem Genital. Wisst ihr was? Ich bin noch mit den Armen nicht zufrieden, weil die sind mir viel zu muskulös. Die sehen ja fast schon aus wie normale Arme, Leute. Das geht natürlich nicht. Das sind richtige Dena-Arme. Ja, guck mal, Leute. Das sind Dena-Arme. Finish Building und dann schauen wir mal, wie Dena sich so verhält in der offenen Natur. Ne, hier, guck mal. Hallo, Dena, ne? Du bist ja ein Süßer. Du bist ja ein kleiner Süßer. Ja, hallo. Ja, hier. Komm mal hier. Erstmal füttern hier. Komm mal hier. Lecker, lecker. Oh, hat's dir geschmeckt, mein Kleiner? Vielleicht kannst du dich ja mit Katja paaren. Komm. Geh mal mit Katja paaren, Dena. Versuch dich mal mit Katja zu paaren. Leute, ich fühle mich gerade so gestört wie lange nicht mehr. Ich habe noch nie so ein ekelhaftes Spiel gespielt. Okay, die beiden laufen mit hinterher. Das ist schon. Ja, ist halt fast wie im UFO hier, ne? Ja, hier. Du kleiner, süßer Fratz, du. Was hast du, Katja? Ja, komm, die hauen wir tot, Leute. Ich habe gar keinen Bock mehr, dass die weiter als Planet existiert. Katja, an dieser Stelle muss man einfach mal sagen, mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist, aber ich werde es mit Dena, meinem neuen Freund, eine Menge Spaß haben. So. Oh! Ja, Dena, jetzt sind wir zwei alleine. Katja ist gerade explodiert, ne? Darf ich mal dein Auge anfassen? Komm, hauen wir dir einmal ins Auge. Sehr schön, sehr schön. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir bauen noch eine... Oh. Was ist das denn? Was seid ihr denn für Gestalten? Oh ja! Los, Dena, hau sie kaputt! Gib ihm Dena, los! Angriff! Angriff, Dena! Oh! Ja, Dena, zerstör sie alle! Dena wurde von diesen Missgestalten zerstört. Ja, da, kann ich jetzt auch wenig dran ändern. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal und bauen jetzt die stärkste Maschine, die es überhaupt gibt, Leute. Wir bauen nämlich jetzt die Klickmaschine schlechthin und zwar Paluten, Leute. Auf geht's. Also wir fangen an mit einem Wolfsnacken, weil Paluten ist ein kleiner einsamer Wolf. Kriegt eine Pferdeschnauze wie Edgar. So, dann haben wir hier einen Wolfstail, dann haben wir einen Wolfhead, dann haben wir hier Wolfbeine, Wolfschnauze. So, die brauchen wir nicht. Okay, Leute, jetzt wird's krass. Pass mal auf, wir gehen nämlich jetzt hin. So. Boah, man könnte damit jetzt natürlich auch mal versuchen, was Richtiges zu bauen, ne? Ich versuche das mal ganz so, Leute, wie das aussieht. Wir versuchen jetzt einfach mal was Anständiges zu bauen. Versuchen uns einfach mal einen richtig geilen Wolf zu bauen. So, kommt da vorne die Schnauze dran, so. Boah, sieht das geil aus, Alter. Das wird ein richtig geiler Wolf, Leute. Oh mein Gott. So, hier, ne? Und so, ja, so und so. Ja, sieht fast aus wie ein Wolf. Nicht ganz, aber auch nicht fast. Also eigentlich gar nicht. Kann man da noch einen zweiten drunter setzen? Das ist doch super jetzt, oder? Guck mal hier. So und so. Ja, ich glaube, ich mache das mal alles wieder weg, weil das ist totaler Schwachsinn. Okay, Leute, wir möchten jetzt Paluten bauen. Was ist Paluten? Paluten ist halb Schwein, halb Mensch. Das heißt, wir müssen anfangen mit einem Tier, was relativ menschenähnlich ist. Kommt natürlich direkt das menschenähnlichste Tier, was mir direkt einfällt. Und zwar würde ich sagen, fangen wir an mit einem Drachen, Leute. Paluten ist ein richtiger Drache, Alter. Der ist eine Maschine einfach, was das angeht. So, Dragon Body. Da setzen wir direkt mehrere voneinander, Leute. Das wird ein riesiger, riesiger, geiler, langer Drache, Alter. Paluten wird ein richtig geiler, langer Drache werden. So. Und der wird auf jeden Fall jetzt diese komischen Missgestalten da draußen fertig machen, Leute. Das sage ich euch. Der wird die zerstören. Der wird die richtig zerstören, Alter. Weil wenn Pall ein Problem hat, Leute, wenn Pall ein Problem hat, dann ist vorbei. Dann kann man eh einpacken, Leute. So ein richtig geiler, langer Drache. Guck mal hier, Leute. Das sieht schon mal extrem nice aus. So, dann bauen wir hinten nochmal so einen richtig geilen Kackarsch dran. Schaut mal hier, so. Ja, nice, Alter. Sehr schön. So, was brauchen wir noch, Leute? Wir brauchen natürlich noch den Drachenschwanz. Ganz klar, den kriegt Paluten auf jeden Fall hinten dran, Leute. So, kommt mal her. Ja, ist doch geil, oder? Ja, ist doch geil einfach. Ist doch super, super geil. So, was haben wir noch, Leute? Wir brauchen auf jeden Fall den Schweinekopf jetzt. Der ist ganz wichtig, denn Paluten ist natürlich halb Schwein, halb Drache. Man kennt ihn nicht anders. Wobei, nehmen wir andere Augen. Nehmen wir hier lieber die Oktopusaugen. Ich glaube, das passt doch besser zu Paluten, diese Augen. Hier vorne dran, der Schweinekopf dran. Sieht jetzt halt aus wie ein Penis. Egal. So, und jetzt hier die Augen dran. Alter, Paluten, bist du's? So, und jetzt kommen Palutens grüne Reptilienbeine da dran, Leute. Fragt euch mal, warum Paluten immer eine lange Hose anhat. Weil Paluten extrem große und ekelhafte grüne Beine hat. Ist kein Witz, Leute. Ich kenne Palle schon länger. Wir haben zusammen gewohnt. Ich weiß ganz genau, wie dieser Junge funktioniert. Och Gott, och Gott. Ach nee. Ja, das passt so. Setzen wir hier einfach noch ein bisschen was davon dazwischen. So, hier, guck mal hier, Leute. Damit das auch schön verbunden ist hier, ne? Sieht doch super aus. Da kann man hier drunter noch eins setzen. Da kommt eins hin. Und da kommt noch so eins hin. Und dann kommt hier noch so eins hin. Ja, sieht doch geil aus, Alter. Ist doch fast Paluten einfach so. So, Hinterbeine. Klar, Leute, halb Mensch, halb Drache, halb Schwein. Deshalb natürlich die Schweinehinterbeine, ganz wichtig. So,
ne? Aber das ist einfach Paluten. Ich erkenne ihn 1:1, Leute. Ich erkenne ihn 1:1. Das Wichtigste allerdings, was wir nicht vergessen dürfen, Leute, ist natürlich der Ringelschwanz von Paluten. Der kommt hier unten dran. So, Ringelschwänze kommt dahin. Perfekt. Aber, Leute, ganz wichtig, Paluten hat, und das wissen viele Leute auch nicht, tatsächlich anstatt seiner Nippel 2 Augen. Das ist extrem gefährlich, Leute. Aber Paluten sieht halt leider so aus, ne? Der ist ja saugeil. Ist ja einfach Palle, Alter. Okay, können wir den noch irgendwie hochmachen? Wie kriege ich das Ding stärker, Alter? Wie kriege ich das Ding stärker? Oh, es muss ein Einhorn auf jeden Fall haben. Ganz, ganz wichtig, Leute. Das kommt auf jeden Fall hier oben noch dran. Boah, da geht aber der Attack Speed ordentlich hoch. Da kommt hier noch ein Einhorn dran, Leute. Kommt nämlich hier noch eins hin. So, guck mal hier. Da kommt hier noch eins hin. Richtig heftig, Leute. Boah, das wird richtig krank, Mann. Das ist ein richtig heftiges Tier. Hier kommt nochmal ein Horn hin und da kommt nochmal ein Horn hin. Da kommt nochmal ein Horn hin. Da kommt nochmal ein Horn hin. Das Ding, Leute, das wird jetzt diese komischen Larrys da hinten richtig zerstören. Ich sag's euch. Paluten wird es einfach dahin gehen und auseinandernehmen, Leute. Weil das ist die gottgegebene Schöpfung. Schaut euch mal bitte an. Erkennt ihr nicht auch euren Lieblings-Player Paluten alle? Los, zum Angriff, Palle. Komm schon. So, Palle, jetzt ist Kampfzeit. Hier, hier. Hä? Komm mal hier. Ja, hier. Ah! Lass mich los! Lass mich los! Nein! Ah! Lass mich... Du. Palle! Du sollst mich loslassen. Oh Gott, ich glaube, ich muss wieder weglaufen. Hilfe. Komm, Palle. Kämpf gegen sie. Kämpf gegen sie, Palle. Kämpf! Nicht mich angreifen. Ihr sollt gegen Paluten kämpfen. Kämpft! Lust! Kämpft! Ja, los, Palle, mach sie fertig! Los, gib ihm böse Palle! Ja, hau sie kaputt! Ja, Mann! Ja, Paluten! Los, hau drauf! Alter, er macht sie fertig! Woo! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Paluten, schleuder sie weg! Meine Kreatur ist schon wieder gestorben. Ja, Leute, interessantes Spiel auf jeden Fall. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, Dena, Katja Krasavich und Paluten innerhalb dieses hässlichen Spiels zu bauen. Ich finde es extrem geil. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smasht auf jeden Fall einen Like-Button nach oben, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein positives Kommentar hinterlassen würdet. Und ich bin damit raus. Macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.